Ja, hallo liebe Kampfsportfreunde, bei mir steht nun der Gewinner des großen 8-Mann-K1-Turniers der 5. Merseburger Fight Night, Danjo Ilunga. Man sieht den schönen Gürtel um seiner Hüfte, man sieht einen stolzen Trainer, Asmir Burgic daneben. Danjo, erstmal zu dir. Ja, waren statt drei Kämpfen nur zwei Kämpfe, aber denke ich trotzdem eine harte Nummer. Wie fühlst du dich denn jetzt nach dem Turniersieg? Sehr gut, sehr gut. Wenig Verletzungen zugezogen, also bin zufrieden. Alles noch heil, alles noch ganz, das ist die Hauptsache. Ja, Gürtel fühlt sich gut an um der Hüfte und 10.000 Dollar sicherlich auch. Ne? Ich denke auch. Der Gürtel schon mal sehr gut, der 10.000 Dollar werden wir noch sehen danach. Ja, der letzte Kampf war relativ schnell vorbei. Vielleicht kannst du mal beschreiben, was da passiert ist. Er ist ziemlich viel mit Knie auf mich zugegangen und ich habe gemerkt, dass er jedes Mal die Deckung runtergezogen hat. Dann musste ich halt einen linken Haken geben, so wie mein Trainer das angewiesen hatte und das hat auch geklappt. Auf den Trainer gehört, das war die gute Entscheidung. Der erste Kampf hat ein bisschen länger gedauert, das war ein alter Bekannter, Wendell Roche. Auch im zweiten Kampf konntest du ihn besiegen. Hat die Taktik gut funktioniert, die du dir da ausgearbeitet oder die ihr euch da ausgearbeitet habt? Ja, auf jeden Fall. Also zweites Mal, er war ein bisschen zäh. Er ist ja bekannt dafür, dass da wirklich schwer K.O. geht. Und ja, hat er wieder mal bewiesen, dass er einen starken Wille hat. Und ich mag ihn gerne als Mensch. Und ja, es war ein guter Kampf, hat mir gut gefallen. Definitiv. Vielleicht Frage an den Trainer Asmir. Wie schwer ist es denn, sich in so einem Turnier ja, taktisch oder seinen Kämpfer taktisch einzustellen? Man weiß ja nicht, was kommt. Und gerade heute gab es ja dann noch den ein oder anderen Tumult. Es gab einen ganz anderen Gegner, den man jetzt so überhaupt nicht auf der Rechnung hatte mit Sergio Piquet. Wie schwer ist das denn? Ja, Turnierkämpfe sind immer schwer, weil man sich halt nie so richtig einstellen kann. Man kann sich auch einstellen auf den ersten Gegner und alles Weitere muss man an dem Abend ausarbeiten. Und das hat man heute gemacht. Ne? Also wir müssen uns auf den Sergio innerhalb von 20 Minuten einstellen. Hat man auch gemacht und hat man uns davor angeschaut, haben wir gesehen, wo seine Defizite stehen. Und da war halt so, dass er halt offen war und ja, hat sich gelohnt. Er hat das einfach das umgesetzt, was wir ein bisschen geübt haben und hat das geklappt. Er war auch nicht so erfahren, dass er jetzt, dass der sich auch um die schnelle Zeit und Daniel einstellen könnte. Aber halt Daniel ist Profi genug und der hat sich halt innerhalb von 10 Minuten hat sich umgestellt auf ihn, haben ein bisschen was eingeübt und wie man sieht, hat sehr gut geklappt. Daniel ist halt ein Ausnahmeathlet und das bestätigt er immer wieder mit seinen kurzen Vorbereitungszeiten und halt wie heute, wo der halt ganz andere Gegner auf ihn zugekommen ist, wie eigentlich auf den wir uns vorbereitet hatten. Ne? Ja, der Grund, warum Sergio Piquet überhaupt im Finale war, war, dass es im Halbfinalkampf einen kleinen Tumult gab, unter anderem mit einem anderen deiner Schützlinge. Erklär mal vielleicht, was da los war. Ja, das sind ja zwei alte Bekannte, die haben schon mal gegeneinander gekämpft. Nur halt der Senat ist nicht der jüngste Kämpfer im Feld gewesen. Und der ist halt einer, der schon überall trainiert hatte. Ne? Und der hat noch nie unter so Voraussetzungen bei uns trainiert. So, und deswegen, der war top vorbereitet. Und der ist eigentlich eingesprungen. Normalerweise, der ist in zwei Tagen, hat sich auch fit gemacht. Aber er war halt die ganze Zeit fit. Und ist halt eingesprungen, wie man gesehen hat. In der ersten Runde hatte den Martinian, eigentlich Favorit auch, hat den rausgeworfen. All durch K.O. Und dann halt im zweiten Kampf war das halt mit dem Slavo Pologic. Der hat also für mich hat er unfair auch gekämpft, halt, dass er immer auf Boden gefallen ist von der ganzen Wucht von den Schlägen und halt nach jedem Schlag auf dem Boden war und halt nicht angezielt wurde, dann ist irgendwann mal ein Knie von ihm nach dem Break gekommen, von dem ging es ja natürlich, das sind Kämpfer im Ring und das waren auch die Emotionen vom Frühjahr, weil die nur schon mal gegeneinander gekämpft haben, so dass die halt der einmal eine Knie gegeben hat und Faust, so da war natürlich sauer, wollte ihn dann zurückgeben, hat ihn auch gemacht und natürlich das zweite Mal war auch. Das war natürlich alles, was danach passiert ist, war nicht schön. Aber halt, das ist halt Emotionen pur bei denen. Und ich finde, das ist schon so richtig gewesen, dass die halt die beide disqualifiziert haben, weil die haben sich beide schlecht benommen. Und das hat nichts hier zu suchen auf so einer Veranstaltung. Also man muss fair bleiben, man muss auch, man verliert auch dem Gegner in die Augen schauen können und sich verabschieden und nicht auf diese Art und Weise. Na, wir hätten das gerne weitergemacht, wir hätten auch gerne weitergekämpft. Aber halt, es gibt bestimmt eine Revanche und das werden die Leute sehen. Und da wird er definitiv nicht über voll die Distanz gehen, weil da hat man gesehen, nach jedem Schlag vom Senat lag er auf dem Boden und der heißt ja nicht umsonst Spartakus und wie gesagt, der hat wirklich Mordspower und ich denke mir, werden wir uns in Zukunft mehr von ihm hören und auf seine Kämpfe freuen. Unter anderem denke ich mir mal Rematch gegen den Slavo Pologic.
Da kann man sich, denke ich, auch als Fan drauf freuen. Wird sicherlich eine Menge Feuer drinstecken in so einem Rückkampf. Daniel, vielleicht noch letzte Frage an dich. Du hast uns gestern schon verraten beim Wiegen, dass du ja in der nächsten Zeit noch einen Kampf anstehen hast. Wirst deinen Titel verteidigen bei Glory? Ne? Nein, das ist kein Titelkampf. Also das ist ein Superfight. Okay. 3x3 wird es sein. Ja, trotzdem interessant. Hier wird uns das Licht ausgemacht gerade. Dann kommen wir am besten mal zum Ende, Daniel. Ja, wie lange wirst du dich jetzt ausruhen? Wie lange machst du Urlaub oder steigst du direkt wieder in die Wettkampfvorbereitung dann ein? Weil wird ja dann auch wieder ein wichtiger Fight. Geplant war eigentlich eine Woche, aber da ich ja wenig Verletzungen habe, denke ich mal, dass ich vielleicht 3 Tage mich ausruhen werde und dann geht es auch schon wieder los. Alles klar, Daniel. Dann wünschen wir dir viel Erfolg, viel Spaß beim Ausruhen. Ich möchte noch eins sagen, mich noch bei meinen Sponsoren bedanken. Ja. Ja, beim XTFC, Pro Fight Shop und Joja. Ja, die haben mich sehr viel unterstützt. Und mein Physiotherapeut, der Charlie Heuss. Und natürlich meine beiden Trainer, Remy und Asmir, für die tolle Vorbereitung. Und natürlich euch, meine Fans, ja, für die Unterstützung jedes Mal. Dankeschön. Ein wunderschönes Schlusswort. Wir danken dir, dass du die Zeit genommen hast. Ja, und wir danken euch fürs Zuschauen.